Hallo und herzlich willkommen zu HC1 Innviertel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Auch wenn der Fasching schon vorbei ist und wir uns bereits in der Fastenzeit befinden, lassen wir unter anderem das närrische Treiben in unserer Sendung nochmals aufleben. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen mit unserer Sendung. Michael Oder von Automobile Deschberger zeigt Ihnen diese Woche die neuen Modelle von Alpha. Herzlich willkommen bei Automobile Deschberger. Mein Name ist Michael Oder und ich darf Ihnen heute die neuen Alfa Romeo Modelle vorstellen. Neu bei uns im Haus die neue Alfa Romeo Giulia in der Veloce Version, mittlerweile auch erhältlich mit Allrad und 210 PS Diesel oder 280 PS Benzin. Das Besondere an Alfa Romeo, es verbindet einfach Emotion, Leidenschaft und neue Technik. Fahrzeug ist einfach hervorragend verarbeitet. Das Lenkrad liegt toll in der Hand, kann mit einfachsten Bedienungen den Tempomat aktivieren, Start-Stopp-Knopf am Lenkrad mit individuellen tollen Sport-Ledersitzen in der Veloce-Ausführung und mit einem tollen verarbeiteten Infotainment-System in der Mittelkonsole des Fahrzeuges. Die Alfa Romeo Giulietta, im sportlichen Design angelehnt mit einem neuen Update an die neue Giulia, erhältlich mit 120 PS und neuer Automatik. Wer Sport pur erleben will, kommt am 4C Spider nicht vorbei. Ein einzigartiges Fahrzeug mit einem Kohlefaser-Monocoque, 241 PS und 940 Kilo. Ich glaube, mehr ist nicht zu sagen. Spaß und Sport pur. Kommen Sie vorbei und testen Sie unsere Alfa Romeo Modelle. Wir von Automobile Deschberger freuen uns auf Ihren Besuch. Oberösterreich beweist Geschmack. Mit Köstlichkeiten aus dem Genussland Oberösterreich. Bei über 1000 Partnern aus Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Gastronomie und Tourismus. Genussland Oberösterreich. Mehr auf www.genussland.at. Moser, Holz, Uttendorf. Mit Lasat Chabi hat die SV Guntermatik Ried ab sofort einen neuen Cheftrainer. Der 55-jährige Österreicher, der zuletzt bei der Austria Lustenau tätig war, hat einen Vertrag bis 31. Mai 2019 unterschrieben. Wer glaubt, Scherding habe mit den Festlichkeiten zum großen 700-Jahr-Jubiläum der Stadt im Vorjahr sein Pulver verschossen, ja, der irrt. Auch heuer bietet die Barockstadt jede Menge Gründe, sie zu besuchen. Mit ihren Märkten, Festen und Kulturveranstaltungen ist die Stadt ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel für alle, die Charme und Flair lieben. In den letzten Tagen wurden Scherdings Vorzüge auf der großen Freizeit- und Reisemesse in München erfolgreich präsentiert. Etwa ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Ja, und das ist auch gut so. Immerhin ist ausreichend Schlaf das A und O für unsere Gesundheit. Und nur mit der richtigen Matratze ist ein gesunder Schlaf garantiert. Näheres erfahren Sie nun vom Bettenprofi Amara. Für ein funktionierendes Immunsystem und seelisches Wohlbefinden ist gesunder Schlaf eine wesentliche Voraussetzung. Und damit dieser auch tatsächlich gewährleistet ist, spielt die richtige Matratze eine große Rolle. Jeder Mensch braucht seine individuell richtige Matratze. Und es geht nicht rein nach Körpergewicht, sondern wenn ich einen Bandscheibenvorfall im unteren Bereich habe, brauche ich dort Stütze. Wenn ich es im oberen Bereich habe, brauche ich dort Stütze. Und das kann ich allein vom Gewicht her nicht machen. Manche Menschen haben einen Bauch, manche Menschen haben sehr breite Schultern. Ich muss mir das individuell anschauen. Und deswegen ist diese Liegediagnose so toll, weil ich das am Computer wirklich nachgebildet kriege. Wo sind die Problemzonen, wo muss ich einschreiten? So unterschiedlich wir Menschen sind, so individuell muss auch unser Schlafsystem sein. Mithilfe einer digitalen 3D-Matratzenanalyse findet man seine ganz persönliche Matratze.
Tensorflex ist ein Nachfolger von einer klassischen Federkernmatratze. Federkernmatratzen waren immer toll von der Punktelastizität her, haben aber den Nachteil gehabt, dass Metall drinnen gehabt haben. Und der Nachfolger ist eine Tensorflex-Matratze, da habe ich ein Fiberglas drinnen, also ist komplett metallfrei diese Matratze, hat aber oben auch noch eine perfekte Beschäumung drauf, dass es komfortabel weich ist, und die Matratze unterstützt man wirklich optimal die Bandscheiben. Also meine Faustregel ist immer, wer Bandscheibenproblem hat, der spürt den Unterschied. Wir bieten ja nicht nur an, dass wir die richtige Matratze für Sie finden, sondern wir bringen Sie nach Hause, wir tragen Sie ins Bett, wir kontrollieren, dass wirklich alles passt, dass Kalottenrost quietscht, dass Sie die optimale Höhe haben. Wir entsorgen die alten Matratzen, also da haben Sie dann wirklich kein Geschirr mehr, sondern haben einfach nur mehr ein neues, gutes Schlafsystem. Schlafkomfort auf höchstem Niveau. Ihr Bettenprofi Ammerer macht's möglich. Mit Sicherheit. Und jetzt große Matratzenumtauschaktion mit bis zu 100 Euro Bonus. Gratis Zustellung und Altmatratzenentsorgung in allen Ammerer Filialen in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Kirchdorf, Mauthausen, Salzburg, Eferding und in Mattighofen. Trendig, funktionales Design und klassisch zeitlose Qualität aus Österreich. Vielfältige Wohlfühloasen für Ihr Wohnzimmer. Polstermöbel von Cedar. HT1 präsentiert Biergala am Lorihof. Bierpräsentation, Festessen, musikalische Umrahmung durch Sachsfrontal und einem Überraschungsgast aus der Wiener Staatsoper. Am 10. März um 19 Uhr am Lorihof. Sichern Sie sich jetzt noch Ihre Tickets. Moser, Holz, Uttendorf. Seit Oktober 2015 bietet die Food Coop Gurt Gutes aus Theiskirchen einen neuen nachhaltigen Weg der Lebensmittelversorgung mit Produkten aus der Region. So werden aber nicht nur die Bande zwischen Konsumenten und Produzenten stärker, auch die Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Vereinen in Theiskirchen bekommt eine neue Qualität. Seit Jahresbeginn rücken Mitglieder der Food Coop und die Marktmusikkapelle Theiskirchen näher zusammen, da die wöchentliche Abholung nun in den Räumlichkeiten der Musikkapelle in der Musikschule Theiskirchen stattfindet. Kürzlich besuchte AK-Präsident Dr. Johann Kaliauer die Firma Geroldinger in Sighatting. Er suchte den Kontakt mit den Beschäftigten und erkundigte sich über deren Arbeitsbedingungen. Die Firma Geroldinger beschäftigt derzeit knapp 80 Mitarbeiter. Spezialisiert ist die Firma auf Komplettlösungen für die Logistik von Schüttgütern, also Lagerung, Dosierung, Verpackung, Mischung oder Entmischung. Die Idee eines gemeinsamen, grenzübergreifenden Gutscheinsystems ist voll aufgegangen. Durch die Zusammenführung des Braunauer Zehners und der Simbacher Gutscheinkarte zum gemeinsamen Brückenzehner konnte in nur 2 Monaten bereits die Hälfte des bisherigen jährlichen Gutscheinverkaufs in Braunau-Simbach erreicht werden. Das war's mit HT1 Innviertel. In Kürze starten wir unsere Reise durchs Hausruckviertel. Bis gleich. In Weizenkirchen kommt man vom Fasching nicht weg, und das ist auch gut so. Denn das wäre schade, wenn wir Ihnen diese Bilder nicht zeigen könnten. Faschingsumzüge sind eine gern gesehene Abwechslung, so auch in Weizenkirchen. Vor der 6-wöchigen Fastenzeit am Aschermittwoch kommt das Faschingstreiben in Weizenkirchen nochmal zum Höhepunkt. 25 Gruppen ziehen durch den Ort und heizen den Nahen am Faschingsdienstag nochmal so richtig ein. Für mich ist das heuer das erste Mal, dass ich organisiere. Der Erich Stöger hat das die letzten Jahre übernommen, und heuer dürfen die ganze Darmleitung bei mir zusammen rein. Es ist eine Kooperation zwischen Gemeinde und Kaufmannschaft Weizenkirchen, und mich freut es irrsinnig, dass so viele Wagen und Gruppen dabei sind. Also wir haben 24 Gruppen, die was angemeldet sind, und was ich jetzt so mittlerweile gesehen habe, sind sogar mehr da. Das Highlight ist, wenn man mit dem Wagen dann durch die ganzen Leute fährt und man eigentlich stolz darauf ist, dass man in den letzten 2,5 Wochen so einen Wagen zusammengestellt hat und dass man das alles geschafft hat und dass man dann auf das gemeinsam trinkt und eine Gaudi hat. Ja, für mich auch. Es ist einfach lässig, wenn man sieht, was man gemacht hat. Und es ist geil, wenn man dann ausfahren kann damit und herzählen kann, was man da hat.
Das hat einfach schon Tradition, wir machen es jetzt schon einige Jahre und ich muss sagen, es ist jetzt mal wieder ein absolut perfektes Fest, so wie heute auch. So viele Leute und so viele Wegen, es ist einfach ein Traum, besser könnte es nicht gehen. Jeder Narr lebt für die fünfte Jahreszeit, ist es doch die Zeit, wo man ausgelassen und ungeniert feiern darf. Kein Wunder, dass in Weizenkirchen eine ganze Region zusammenhält, um diesen Brauch noch lange aufrechtzuerhalten. Einmal im Jahr, da darf man ein bisschen teuflisch unterwegs sein, aber wir haben auch ein paar Engel mit, die was uns da dann ein bisschen aus der schlechten Laune wieder rausholen, die was vielleicht auch verbreiten. Ja, weil Buggy-Grippe gerade ein wenig aktuell ist, ne? Und jetzt sind sie mit, dürfen sie bald wieder rausgehen von Stall, haben wir gesagt, fangen wir mal an, dann mal rausgehen von Stall, ne? Wir sind einfach lustige Leute und durch das nehmen wir beim Fasching mit. Es gehört sich einfach dazu. Was bedeutet für euch Fasching? Ja, Normfreiheit. Wir haben gesagt, wir wollen was Neutrales machen. Die Kinder sollen sich freuen daran, an unsere Fischen, die wir aufgemalt haben. Das war unser Motto. Für uns war das im Fasching eine super Idee, weil es einfach lustig ist mit den Rosenmüllertragen. Da haben sie gedacht, das passt einfach ganz gut. Ich habe mir das cool erklärt, weil meine Mama und mein Papa Forschungswagen gemacht haben und da möchte ich gerne auf den Wagen gehen. Normalerweise heißt es, es gibt einen Affenzucker, wieso wird dann ein Zucker in Weizenkirchen ausgeteilt? Naja, den kann man dann aufs Fensterbanger legen und dann kommen wir mit den Babys. Wir nehmen jede Bestellung entgegen. Buben, Dirndl, alles. Kleine und große Narren machen Rambazamba, mit oder ohne Maske. Egal, es zählt sowieso nur der Spaß. Mir Putin, gefällt dieser Umzug. Ich muss sagen, hier in Weizenkirchen sehr viele Leute. Ist super. In Russland ist nicht so. Ist nicht so scheiße. Interviewzeit ist begrenzt. Meine Scharfschütze. Ich bin heute das erste Mal da, aber mir gefällt es sehr gut. Ist Fasching was Besonderes? Für mich schon, weil ich begleite mich jedes Jahr. Ich finde es ein Wahnsinn, dass sich die Leute sowas antun, solche tollen Wegen zu schmücken. Das finde ich wirklich super, klasse. Ja. Es ist einfach eine Hammerstimmung, die Leute sind gut drauf und ja, es ist bunt, Fasching. Die Besucher sind begeistert, den Narren ist dieser Umzug gelungen. Jetzt heißt es, 40 Tage fasten, etwas ruhiger werden und für nächsten Faschingsdienstag neue Ideen sammeln. Suchen Sie ein Auto mit richtig viel Platz? Dann zeigt Ihnen jetzt Hannes Stangl, der Skoda-Markenleiter von Autohaus Lang, den neuen Skoda Kodiaq. Herzlich willkommen bei Drive-Info aus dem Autohaus Lang. Wir dürfen euch heute den neuen Skoda Kodiaq vorstellen. Das Besondere am neuen Skoda Kodiaq ist, dass er der erste große SUV in der Skoda-Familie ist, mit dem für Skoda typischen Design, mit dem markanten Kühlergrill, mit den LED-Streifen in den Scheinwerfern und der für Skoda typischen Linienführung des Autos. Ein besonderes Highlight von unserem neuen Kodiaq ist für ein SUV dieser untypisch große Kofferraum und er ist optimal auch als Siebensitzer erhältlich. Und den wirklich schon großen Kofferraum kann man nur mal größer machen, indem man die Rückbank ganz einfach um 25 cm nach vorn schiebt und immer noch genug Platz für die Füße hat. Wir sind jetzt im Innenraum, wo man nochmal schön das neue Navigationssystem des Autos sieht, mit lebenslangem kostenlosen Karten-Update, die gewohnt gute Verarbeitungsqualität des Autos und wie von Skoda gewohnt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis des gesamten Autos. Der neue Skoda Kodiaq ist natürlich mit Front- und Allradantrieb erhältlich. Er startet bei 125 PS mit Benzinmotor, ist in verschiedenen Diesel- und Benzinvarianten erhältlich und der Startpreis liegt bei 25.690 Euro. Besuchen Sie uns an unseren Standorten in Ried, Haag und Christkirchen und testen Sie den neuen Kodiaq. Er steht ab 10. März zur Probefahrt bereit.
Wir feiern 25 Jahre Autohaus Lang in Grieskirchen. Feiern Sie mit uns gemeinsam am 11. März 2017 von 10 bis 16 Uhr und erleben Sie den neuen Skoda Kodiaq, den neuen VW Golf und den neuen Skoda Octavia sowie alle aktuellen VW, Audi und Skoda Modelle. Manche Momente. Moments, das Magazin für die schönsten Augenblicke. Neu, jetzt im Zeitschriftenhandel. Gesundheitstage und Hobbyausstellung im Kursaal Galschbach. Stündliche Vorträge zum Thema Gesundheit, Bewegung und Sport. Ein tolles Aktivprogramm und ein großer Ausstellungsbereich. Am 11. und 12. März im Kursaal Galschbach. Eintritt frei. Live-Garteln mit ORF-Biogärtner Karl Ploblager. Am Samstag, den 11. März ab 14 Uhr im Max Center. Best Jobs Inside. Einlass nur in Tracht. Egal ob sexy, edel oder ausgeflippt. Ja, das war auch heuer wieder oberstes Gebot beim Wilderer Gschnaß der Krone im Palais Kaufmännischer Verein. Neben Spaß und Gaudi gab es eine fesche Modenschau der Trachtenwichtelstube aus Ed bei Lambach, denn auch die Wilderer Madeln und Burm wollen ein fesches Gewand. Jung, fetzig, frech. Das Wilderer Gschnaß im Palais Kaufmännischen Verein ist nicht nur ein Abend für Jägerinnen und Wilderer, hier treffen sich alle Gesellschaftsschichten. Kleidertechnisch natürlich in Tracht. Mit dabei die Trachtenwichtelstube aus Ed bei Lambach mit einer grandiosen Modenschau. Mir ist wichtig bei der Modenschau, dass das alles zusammenpasst. Die Models sind ganz individuell. Natürlich ist für mich auch das Interessante, wie es dann an einer ausschaut. Aber natürlich auch, dass es einfach fetzig ist, dass es gut ausschaut, dass die pärchenweise zusammenpassen und einfach für die Leute, für die Zuschauer, für jeden was dabei ist. Das ist eine lässige Geschichte, eine lässige Mode kombiniert mit Tanz und so einer Location, also genial. Ich muss gestehen, ich habe heute selber etwas an von der Trachtenwichtelstube und ich muss sagen, es ist das schönste Kleid, was ich jemals hatte. Wirklich, traumhafte Kleider, traumhafte Tiere, nur traumhafte Lederhosen, ist eigentlich unglaublich. Also auch schon mal, wenn man da reingeht in die Wichtelstube, fällt mir einfach richtig gut. Ich sage, was ich will und genau das wird mir am Tisch gelegt. Ich brauche nur zwei Sachen probieren und habe das schönste Stück in der Hand und da ist man einfach daheim. Eine fetzige Mode macht das Präsentieren der Kleidung aus. Junge, flotte Mode kann ruhig über den Catwalk fegen. Doch die feinen, eleganten Stücke mag man etwas genauer betrachten. Da achtet man auf die Eleganz beim Auftritt. Der Wilderer muss natürlich auch dementsprechend gekleidet sein, aber ist natürlich nicht das Wichtigste. Also wenn ich auf die Jagd gehe, dann schaue ich natürlich, dass ich das betone, was an mir gut ist und kaschiere, was vielleicht nicht mehr so gut ist. Und um das erfolgreich zu meistern, ist die erste Adresse die Trachtenwichtelstube. Da gibt's Trachten mit allem drum und dran. Zünftig geht's weiter bis weit nach Mitternacht. So konnten die Besucher neben der Modenschau der Trachtenwichtelstube aus Ed bei Lambach den ganzen Abend fesche Dirndln und Lederhosen bestaunen. Wie heißt so schön? Tracht ist eben traditionell und gehört zu unserer Kultur. Mehr Energie für noch mehr Kundenvorteile. Heuer werden von der Energie AG und der Lind Strom AG 750.000 gratis LED-Lampen ausgegeben. Wir waren für Sie bei der Enamo-Pressekonferenz dabei. Bereits seit 2012 forciert die Enamo-Gruppe mit Energie AG und Lind Stromvertrieb den Einsatz von LED-Lampen in privaten Haushalten durch ihre Aktionen. Jeweils rund um die Energiesparmesse können die Kunden der Unternehmen gratis LED-Lampen beziehen. Heuer wurden 750.000 Lampen ausgegeben.
Wir wollen unsere Kunden auch beim Energiesparen unterstützen. Gerade aus diesem Grund unterstützen wir heuer auch wieder die Energiesparmesse und unsere Kundinnen und Kunden mit Energiesparlampen. Heuer bekommen unsere Kunden 2 Energiesparlampen ausgehändigt. Heuer einen großen Hype mit 750.000 LED-Lampen, die wir austauschen. Modernster Bauart pro Lampe in etwa gegenüber alten Leuchtmitteln. Ersparnis von 80%. Also da hat sich schon gewaltig was getan. Wo gibt es eigentlich diese Lampen? Wo sind die erhältlich? Bei der Welser Messe, bei der Energiesparmesse natürlich, bei den Ständen der Linz AG und der Energie AG und bei den Elektrohändlern, bei den Fair Energy Partnern und in den Kundenzentren der beiden Mutterhäuser, sowohl bei der Linz AG als auch bei der Energie AG. Auch die bekannte Gerätetauschaktion soll weiterhin zum Energiesparen helfen. Bei unserem Gerätetausch sagen wir plakativ, schmeißen Sie Ihre Urviecher, Ihre alten Dinos aus dem Haus und nehmen Sie sich ein neues, effizientes Gerät. Von der Waschmaschine bis zum Kühlschrank unterstützen wir diesen Gerätetausch. Der Kunde spart einfach ganz, ganz viel Energie ein, gerade bei jenen Geräten, die im Dauereinsatz sind oder viel Energie brauchen. Diese Energieeffizienzaktionen sollen den Kunden einen echten Mehrwert bringen. Die Enamo-Gruppe, also die beiden Stromvertriebe von Energie AG und Linz AG, haben eine zentrale Handlungsmaxime und das ist dem Kunden Mehrwert schaffen. Wie wollen wir das tun? Da haben wir 2 wichtige Bausteine. Energieeffizienz, wir wollen dem Kunden dabei helfen, sein Zuhause effizient zu machen. Und Innovation, wir wollen weiterhin Vorreiter bleiben bei all den neuen Themen, die auf uns zukommen. Energie AG und Linz Stromvertrieb betonen mit dieser Initiative, dass sie sich nicht nur als reiner Stromlieferant, sondern als Partner ihrer Kunden in vielen Bereichen des Lebens sehen. Wir sind ein Traditionsunternehmen, das ja nicht nur versucht, den Kunden mit einer qualitativ hochwertigen Ware, Elektrizität auszustatten, sondern auch in der Sicherheit, in der Versorgungssicherheit ständig investiert. Wir haben beim Linz AG Stromnetz die niedrigste Ausfallszeit Österreich und den niedrigsten Tarif, also das sicherste Stromnetz zum günstigsten Tarif. Wir erzeugen regionalen Strom. Und wir haben auch natürlich entsprechende Ansprechpersonen, was bei anderen Anbietern nicht der Fall ist. Sollte ein Problem auftreten, wird man andere Anbieter in der Nacht, am Wochenende kaum erreichen. Wir sind für unsere Kunden da. Unser Geschenktipp: Antrittskarten für das Konzert 25 Jahre Marc Pircher am 10. März im Gasthaus Mauernböck in Rottenbach. Antrittskarten sofort erhältlich bei allen Raiffeisenbanken Oberösterreich und im Gasthaus Mauernböck. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Patricia Kaiser über ihr Leben als Model, Mama und Moderatorin bei LT1. Spring Fashion mit den angesagtesten Jeans und Trendsportkrabbeln. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Die große Frühjahrsmodenschau 2017 der Trachten-Wichtelstube am 15. und 16. März ab 20 Uhr in der Stockenschutzhalle in Eth bei Lambach. Zum 11. Mal in Folge fand heuer der schon traditionelle Neukirchner Faschingsumzug statt. Großes Highlight dieses Jahr, der G8-Gipfel mit den wichtigsten Politikern. Zum 11. Mal fand heuer wieder der traditionelle Neukirchner Faschingsumzug statt. Alle Vereine, Körperschaften, Standische bemühen sich sehr wochenlang, akribische Vorarbeit, wo die Wegen was aufstehen. Und es freut uns alle, dass toll dabei sind. Wunderbare Geschichte. Ja, wir haben jetzt Siegfeld. Großer Andrang herrschte nicht nur bei den Zuschauern und Faschingsfreunden, sondern auch bei den politischen Ehrengästen, die zum G8-Gipfel nach Neukirchen kamen. Ja, wie es halt bei uns im Fasching ist, wir scheuen keine Kosten und Mühen. Von China sind die Leute gekommen, der Putin ist da, Angela Merkel, ihr Freund, der Barack Obama. Wir bringen alles auf eine Kirche. Über wichtige weltpolitische Themen wurde diskutiert, auch über den neuesten Klatsch und Tratsch wurde berichtet. Auch wir konnten exklusiv für Sie ein paar brisante Neuigkeiten herausfinden.
Beim G8-Gipfel heute auch die chinesische Abordnung hier. Was erwarten Sie sich? Irgendwelche diplomatischen Gespräche oder nur Gaudi? Ja, wir sind da jetzt zusammengekommen. Man muss ja schauen, weil diplomatisch wird schon was sein. Aber wir werden den Spaß wieder halt im Vordergrund sein. Ja, es war nicht schlecht. Also eine mexikanische Frau, die haben wirklich ein Temperament. Aber momentan bin ich mit meiner Frau sehr zufrieden. Steht ja recht auf Gold und Glitzer. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Und heute hier lauter Kollegen unter sich, da werden wieder einige finanzielle Dinge gehandhabt werden. Ja, auf alle Fälle. Mit denen sind wir alle zusammengekommen und da müssen wir schon einiges regeln, wer die Mauer zahlt und etc. Irgendwas wird schon wieder rauskommen. Man muss heute schauen, mit welchen Argumenten man punkten kann. Und somit habe ich mich für eine kleine Korrektur in meinem oberen Körperteil entschieden. Ist ein bisschen üppig ausgefallen, aber es wird dem Herrn Präsidenten sicherlich gefallen, also dem Herrn Ex-Präsidenten. Ich habe mir das Feedback von meinen politischen Kollegen und speziell jetzt vom Barack Obama schon eingeholt und auch von meinem speziell österreichischen Freund, dem Werner Faymann, das ist ja mein ganz besonderer Freund, habe ich mir das Feedback eingeholt und die sind alle sehr zufrieden mit meiner neuen Erscheinung, die ich jetzt hier verkörpern darf und ich fühle mich auch sehr wohl in meinem neuen Körper. Und nachdem ich ja da in diese Runde geschaut habe, sind Sie der Einzige, der heute extrem bloß ausschaut. Sie waren schon ein paar Tage vorher da scheinbar. Naja gut, das ist natürlich ein bisschen nachdem, ergänzt sich das, man hat in letzter Zeit ein bisschen hart durchgreifen müssen im eigenen Land und dadurch ist einem die Fahrt natürlich ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe gehört, dass Sie mit dem Rauchen aufhören wollen. Stimmt das? Ja. Und wie geht's Ihnen dabei? Selbstverständlich gut. Ich bin auch stolz auf Neukirchen als Bundespräsident von Österreich, dass so hohe Herren heute hier in der Kirche sind. Was sagen Sie als starker Nichtraucher zu dem Thema, dass ab 2018 nirgends mehr geraucht werden darf? Ich finde das gut, aber man hört es, ich bin eigentlich richtig gesund. Entschuldigung, kommt aber nicht vom Rauchen. Na dann noch weiterhin sehr viel Gesundheit, lieber Herr Präsident, und den Neukirchnern noch ganz viele Faschingsfreuden. On Friday, it was a delivery. Ein Freibier wäre gut für die Leber. Das Autohaus Güttlinger samt vielen namhaften Ausstellern aus der Region laden zu den Peuerbacher Mitnehmtagen am 11. und 12. März ins Melodium Peuerbach bei freiem Eintritt zur Ausstellung herzlich ein. Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr. Auto Güttlinger und die Ausstellerfirmen freuen sich auf Ihr Kommen. Gesunde Ernährung, die schmeckt. Frisch zubereitet mit Produkten aus der Region. Vom Kindergarten, der Betriebsküche bis zum Altenheim. So wird ein aktiver Beitrag zu einem bewussten Lebensstil ermöglicht und ein gesundes Essverhalten nachhaltig gefördert. Gesunde Küche, eine Initiative vom Land Oberösterreich. Mehr Informationen unter gesundes-oberösterreich.at. Ein Frauenteam mit der 16-jährigen Jasmin Lindner an der Spitze vertritt die Interessen der Lehrlinge und jungen Arbeitnehmer im Euro-Thermen-Resort Bad Schallerbach. Bereits zum vierten Mal wählten die Lehrlinge einen Jugendvertrauensrat und damit ihre eigene Vertretung. Das war die jüngste Ausgabe von HT1 Hausruck. Ich sage danke fürs Dabeisein, würde mich freuen, wenn Sie uns auch nächste Woche bei der Reise durchs Inn- und Hausruckviertel begleiten. Ja, wir befinden uns, wie vorher schon gesagt, schon mitten in der Fastenzeit. Ein guter Grund für viele, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Was auch immer Sie sich vorgenommen haben, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Durchhaltevermögen beim Umsetzen Ihrer Vorsätze. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie so, wie Sie sind. Auf Wiedersehen.